Schönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, das wird heute ein kleines Paint with me, aber ich darf auch euch heute endlich den Song präsentieren, den ich ja vor einigen Wochen schon mal angekündigt habe. Ein ganz lieber Musikkollege und Songwriter. Der Andreas Mang hat mich gefragt, ob ich einen Song von ihm einsingen würde. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob ich diesen Song auch meiner Community vorstellen darf, beziehungsweise euch auch die Möglichkeit geben darf, diesen Song eventuell im Anschluss als volles Video zu zeigen, wer das natürlich möchte. Oder was wahrscheinlich für euch noch wirkungsvoller wäre, wenn ihr eure Videos macht, es eventuell so als kleine Hintergrundmusik laufen zu lassen, wobei der Song geht ungefähr 3,5 Minuten. Also wäre das eventuell eher was mal für zwischendrin, zwischen einem Video oder wenn ihr wollt, so quasi am Schluss. Ich habe jetzt die Audiodatei an sich. Ist schwierig zum Einbetten, um das dann als YouTube-Video-Musikdatei nutzen zu können. Würde ich euch das fast raten, so wie ich das jetzt zum Beispiel jetzt auch mache. Ich lasse den Song jetzt mal die 3,5 Minuten über meinen Fernseher laufen, der ja dann hier in dem Video zu hören ist. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr diesen Song lizenzfrei in euren Videos einbetten? Allerdings, was ganz arg wichtig ist, meine Lieben, dass ihr, wenn ihr diesen Song nutzt, entweder in der Beschreibung oder ja, am besten in der Beschreibung, dass ihr dann da den Songwriter Andreas Mang auf jeden Fall schriftlich mit aufführt, wegen der Urheberrechte. Ansonsten teilt diesen Song gerne. Es ist ein neuer christlicher Song und wäre natürlich super, wenn ihr euch auch damit oder wer sich damit identifiziert, sagen wir es mal so, darf den Song natürlich auch hinaustragen in die Welt. Ja, ich hoffe, dass euch der Song gefällt. Es war auch eine ganz tolle Atmosphäre, auch im Tonstudio. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich selber muss dazu sagen, meine Stimme ist eher so im Mezzo-Sopran-Bereich. Ich habe zwar eine große Range, also ich kann auch so bis zum ersten Alt hoch, ich kann auch natürlich bis zum ersten Sopran hoch. Das hört man auch hier im Song. Ist relativ hoch angesiedelt, aber nichtsdestotrotz hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke hier an dieser Stelle dem Andreas von ganzem Herzen, dass ich den Song singen darf und singen durfte. Ich bedanke mich hier auch nochmal bei Sascha für die tolle Atmosphäre in deinem Tonstudio. Ich war bestimmt nicht das letzte Mal bei dir. Und ja. Ich lasse es den Song einfach laufen und werde währenddessen ein bisschen mit euch painten und dann sprechen wir uns gleich wieder.
Ja, ihr Lieben, also wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr das auch in dieser Art und Weise machen und ein bisschen Hintergrundmusik, Atmosphäre einfach schaffen. Ich weiß, der Song dauert nicht lange. Ich muss mal schauen, ob ich das über die Tontechnik, über den Sascha vielleicht hinbekomme, dass wir nur von der Melodie so eine Art Endlosschleife haben, wo wir sagen können, okay, das kann man mal so 20 Minuten irgendwie mal laufen lassen. Weiß ich nicht, ob das was für euch wäre. Ich bin jetzt mega gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin mega gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, ob euch der Song gefällt. Oder auch wenn er euch nicht gefällt, schreibt das ruhig rein. Also konstruktive Kritik ist immer gut. Schreibt mir rein, ob ihr euch damit identifizieren könnt, ob ihr das so teilen wollt, ob die Idee an sich gut ist, einen lizenzfreien Song anzubieten für eure Videos, wahrscheinlich um im Endeffekt am Anfang oder auch mal mittendrin, so wie jetzt als kleines Paint with me. Oder dann tatsächlich auch eher am Schluss von dem Video einzubetten. Ich hoffe, dass meine Idee aufgeht und ich hoffe auch, dass es euch, wie gesagt, einfach gefällt. Ich werde euch auch den offiziellen Link von dem Song auch nochmal unten reinstellen. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Song nutzt, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr nochmal schriftlich aufführt, Songwriter Andreas Mang. Ich schreibe aber alles nochmal unten rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie meine Community darauf reagiert. Ja, ihr Lieben, das war ein klitzekleines Video. Wer sich fragt, was ich hier gerade painte, das habe ich mal von Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Also ich habe einen Gutschein bekommen und habe mir dann davon was gekauft. Unter anderem auch dieses Bild. Das sind die Kirschblüten von Vincent van Gogh. Eine winzig, winzig kleine Vorlage zum Painten ist das. Aber wie ihr jetzt schon sehen könnt, auch durchs Handy, es ist gar nicht so schlecht. Und das werde ich jetzt die Tage dann auch fertig machen, mir auch schön einrahmen. Und ja, habe ich mir also selber gekauft, beziehungsweise ja, im Prinzip selber bestellt und selbst bezahlt. Also es ist keine Kooperation. Tschüss, meine Lieben, und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Und bitte bleibt gesund und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann, eure Sabrina.